Liebe Gemeindebürgerinnen, liebe Gemeindebürger, liebe Völkirchnerinnen und Völkirchner, ich darf Sie heute wieder begrüßen und mit einigen Neuigkeiten versorgen. Sie haben ja die weiteren Verordnungen bzw. Lockerungen oder angekündigten Lockerungen nach den Ostern auch bereits aus den Medien erfragt. Aber es geht jetzt sicher noch ganz bestimmt um Ostern, damit wir hier noch die Maßnahmen zur Gänze beibehalten. Diese Verordnungen, die geltend sind, auch über die Osterfeiertage aufrechterhalten. Bleiben wir bitte so gut wie es geht noch weiterhin zu Hause. Feiern wir keine großen Feste, sondern versuchen wir es eher im kleinen Bereich, im Familienbereich zu machen und da dementsprechend noch über die Feiertage zu kommen. Was wir von seitens der Stadtgemeinde Völkirchen neu für Sie haben: Wir haben jetzt über 80 Betriebe zusammengefasst und einen Folder per Postwurf herausgegeben, die diese Betriebe beinhalten, wo man über Internet Bestellungen machen kann, aber auch nur ganz die normale Telefonnummer dieser Betriebe wählen kann und sie werden mit einer Zustellung von Lebensmittel, Bedarfsgütern oder dringenden Arzneimitteln, die gebraucht werden, auch per Zustellung versorgt. Hier gilt auch ein besonderer Dank den Freiwilligen, die sich dazu gemeldet haben, hier unentgeltlich auch mit dabei zu sein und dementsprechend Hilfe anzubieten. Sollten bedürftige Personen oder ältere Personen etwas vor die Haustüre zugestellt bekommen wollen, bitte einfach unsere Telefonnummer in der Gemeinde zu wählen, 042 76 25 11 oder direkt einen dieser Betriebe, die in diesem Folder platziert sind. Da ist auch überall die Telefonnummer dabei. Wählen Sie einfach diese Nummer und Sie werden mit Produkten direkt bis an die Haustüre versorgt. Ich danke allen für die aufgebrachte Disziplin, wünsche allen natürlich noch ein schönes Osterfest und auch in dieser schwierigen Situation halten wir zusammen, bleiben wir so gut wie möglich zu Hause und wir werden dann nach Ostern wieder eine gewisse Lockerung dieser Maßnahmen erfahren können. Und bis dahin wünsche ich natürlich allen alles Gute und eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund und halten wir durch. Gemeinsam werden wir auch diese Krise bewältigen.